Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten ernstzunehmenden Let's Play. Jawohl, ernstzunehmendes Let's Play, weil alles andere nachkommentiert war oder einfach nur eine Inventarvorstellung. Jetzt geht's richtig los. Und da bin ich gleich hier aus Sniper Hill. Und ja, ich weiß, ich kann nicht snipen. Meine Entschuldigung dafür. Ich muss erstmal anfangen mit einem kleinen Thema. Ich freue mich total, dass die Hacker jetzt weg sind. Großen Dank an Infernum, dass ihr es geschafft habt. Ich finde das echt klasse. Auch ohne Exe Games kann das Spiel auf jeden Fall weitergehen. Davon bin ich jetzt überzeugt, wo die Hacker weg sind und der Reload-Bug gefixt ist. Was natürlich einen riesigen Unterschied macht und mich sehr glücklich stellt. Jawohl, hier, boah, gerade gefällt. Die Teams sind jetzt, naja, aber ich konnte nichts machen, ich wollte ein bisschen snipen und wenn die Teams jetzt nicht so gut sind, naja, egal. Entschuldigt bitte, bitte meinen No-Skill. Ich habe nämlich jetzt noch ein größeres Thema dabei. Upp. Hallo, Leute, schaut, na, egal. Auf jeden Fall habe ich noch ein etwas größeres Thema dabei, aber zuerst eine kleine Erklärung, wieso ihr meine Tastatur habt. Ganz einfach, ich nutze eine mechanische Tastatur, die relativ laut ist. Mechanische Tastaturen sind immer laut, da könnt ihr absolut nichts gegen machen, außer euch halt eine andere Tastatur zu kaufen. Aber ich finde einfach, mechanische Tastaturen fühlen sich um einiges besser an und deswegen werde ich die nicht ersetzen. Ich werde höchstens vielleicht irgendwann mal versuchen, sie leiser zu bekommen, aber ich werde sie niemals ersetzen. Das vielleicht ersetzen durch eine andere mechanische Tastatur, aber ich werde sie jetzt nicht ersetzen durch eine normale Rubber Dome Tastatur, welche zwar leiser wäre, aber einfach mir nicht dasselbe Feeling geben würde. Und das wäre es mir einfach nicht wert. Gut, weiter im Gelabere. Ich wollte ein Thema ansprechen, nämlich... Ich habe, wie ihr wahrscheinlich nicht wisst, in der DESBL, Deutsche E-Sports Bundesliga, für Brickforce halt gespielt in der ersten Saison und habe leider die Problematik der Inaktivität der Spieler mitbekommen. Sprich, eigentlich war diese gesamte Liga inaktiv und ich habe den Sieg mit meinem Partner Gerrit auf fast alles bekommen, einfach nur, weil die Gegner nicht aufgetaucht sind. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Deswegen wollte ich euch fragen, euch Zuschauer... Oh, einer steht in der Wand. Das war ja echt schön. Deswegen wollte ich euch Zuschauer fragen, was ihr davon halten würdet, selber mitzuspielen. Euch für die nächste Saison anzumelden, falls diese stattfinden wird. Was sie vielleicht würde, wenn genug Leute sich anmelden. Wie steht ihr dazu? Würdet ihr an einer solchen weiteren Season teilnehmen? Und ja, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein Turniersystem, in dem ihr im Prinzip wie in einem regulären Turnier spielt und euch eben in der DESBL einen Namen machen könnt. Was bedeutet, dass ihr nicht nur euren Skill durch das massive Spielen von 2-on-2s auf jeden Fall verbessert, sondern auch, dass ihr dort eine virtuelle Medaille erhaltet, solltet ihr gewinnen. Ich habe eine Gewinnermedaille zum Beispiel jetzt dort auf meinem Profil. Und in der letzten Season gab es Preisgelder. Ich weiß nicht, ob es dieses Mal wieder Preisgelder geben wird. Darüber wird auf jeden Fall bestimmt noch nachgedacht. Aber... sollte es Preisgelder geben, dann nur unter der Voraussetzung, unter der Bedingung, dass wirklich genug Spieler auftauchen. Und deswegen würde ich euch bitten, einfach mal einen Kommentar zu hinterlassen, ob ihr teilnehmen würdet, inwiefern ihr teilnehmen würdet, ob ihr überhaupt Zeit dafür hättet, wie auch immer. Und jetzt nochmal kurz zurück zu diesen Hackern, die nicht mehr da sind. Das finde ich echt unglaublich super. Ich kann endlich wieder ein bisschen Brickforce spielen. Es macht mir auch wieder Spaß. Und jetzt hält mich nichts davon ab, ordentlich auch noch bis in alle Ewigkeit Brickforce zu spielen. Gut, hier zum Spiel, ja, ganz normal, ein bisschen snipen. Kann ich nicht viel zu sagen. Und, nein, ich darf da jetzt nicht, keine schlechte Leistung nehmen, ich darf euch ja jetzt... Yo, das war's dann auch schon mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Lasst ein Dislike da, falls es euch nicht gefallen hat. Falls es euch nicht gefallen hat, bitte ordentliche, konstruktive Kritik in den Kommentaren hinterlassen. Und haut rein, Leute, macht's gut.